Jetzt haben wir was ganz Besonderes entdeckt hier in den Wagenhallen heute. Der Herr Binder steht bei mir von Wein und Stein. Ich habe in meinem Leben noch nie Bilder von einem Stein so farbig gesehen. Wie geht denn das? Was ist denn das? Was wir machen ist, wir im Fall von Wein und Stein gehen wir mit dem Winzer in seinen Weinberg und holen dort aus dem Weinberg das ganz typische Weinberggestein. Und dann fotografieren wir das Gestein. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Wir fotografieren bei schwacher Vergrößerung, so wie man es in der Hand hält. Und wir stellen eine hauchdünne Scheibe des Gesteins her. Und dann fotografieren wir durch. Und wenn wir durchfotografieren, sehen wir natürlich mehr die Struktur, die Einzigartigkeit des Gesteins. Und wir nutzen, und das ist ja das Bunte, was Sie sehen, wir nutzen den Effekt der Lichtbrechung an dünnen Schichten, um die Motive auch mit Farbe zu versehen. Nicht durch Photoshop, sondern ausschließlich durch dieses Naturgesetz der Lichtbrechung an dünnen Schichten. Und wir machen das eben für Weingüter, wir machen es für Hotels. Aha. In den Alpen, Schwarzwald, wo auch immer ein tolles Hotel steht. Mhm. Es ist nicht nur eine tolle Wanddekoration, sondern es hat diesen authentischen Charakter, dass das Gestein aus dieser Region kommt. Und man kann mit dem Gestein verknüpfen, im Fall von Wein und von Hotel, eine kleine Naturstory. Mhm. Das Bild plus Text zum Gestein, um was für ein Gestein handelt es sich, wie kam das Gestein in der Erdgeschichte eigentlich an den Ort, wo man es heute findet? Über Text und Bild fabrizieren wir für unsere Kunden eine Naturgeschichte, die der Kunde einsetzen kann, um für seine Kunden ein zusätzliches Erlebnis zu schaffen. Ja, das hört sich spannend an. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Hausbesitzerin bin und sage, ich würde gerne meinen Boden vielleicht so in einem Bild darstellen, ja, machen Sie sowas auch? Absolut, absolut. Überhaupt kein Thema. Wir brauchen ein Stück Gestein, das ist so groß wie meine Faust. Aha. Das reicht, ja, wenn jemand ein Haus baut auf dem Granit oder Sandstein, egal welches Gestein. Jedes Gestein lässt sich in der Weise als ganz tolles, einzigartiges Bild darstellen. Und auch dort liefern wir gerne, wenn es gewünscht wird, so ein bisschen die Naturstory dazu. Ah ja, spannend. Auf welchem Untergrund steht denn das Haus? Ja, das finde ich total spannend. Hier haben wir ja jetzt blau. Ja. Was ist das für ein Stein, also wo dann so blau erscheint? Ja gut, das hier ist ein Stubensandstein, also sehr typisch hier für Stuttgart und Umgebung. Mhm. Er ist für die ganze Landschaft, für die Topografie ganz entscheidend, weil er die Kappe der Hügel bildet. Ja. Unter dem Stubensandstein findet man diesen Gipskäuper. Und die Weinlagen werden eben durch Stubensandstein und Gipskäuber beeinflusst. Und jetzt haben wir aus diesem Stück eine dünne Scheibe geschnitten. Und haben eben unsere Technik angewandt. Und was Sie hier blau sehen, sind die Quarze. Ah, ja. Sie sehen in diesem Ton ein Feldspat, ein sehr wertvolles Gestein für einen Weinberg, ja, wenn sie verwittern. Sie sehen hier kleine Glimmerfetzen. Also man sieht die Mineralität des Gesteins. Super. Also, und wo finden wir Sie im Internet, wenn wir da Interesse haben? Sie finden mich unter Binder und Binder Petrographic Interior Design. Okay, wunderbar. Alles vielen klar. Dank. Ja, herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Danke. Viel Spaß hier noch. Danke.